Hallo Wassermann, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Wassermann. Qué fuerte, no puede ser verdad ahora. Also, Wassermann, es ist ja nicht normal, oder? Ich meine, es ist eine starke Sache, sage ich dir. Hinter dem Deck habe ich die Karte der Wagen. Also, Wassermann, eine starke Legung, ja? Muss ich dir schon von vornherein sagen. Sternzeichen Krebs bei dir natürlich sehr präsent. Es gibt hier. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin nämlich gerade mit den Sternzeichen Fische fertig gewesen. Und ich muss dir immer wieder sagen, dass diese Verbindung mit Sternzeichen Fische und mit dir ist stark zu spüren. Ja, in manchen Fällen, ja, also Sternzeichen Wassermann und Fische, die sind ja nicht so weit auseinander, ja. Nach deinem Geburtstag sind ja die Fische da dran, ja. Also erstmal jetzt sind Wassermann. Übrigens, alles Gute zum Geburtstag, Wassermann. Sonst vergesse ich das wieder mal. Also ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ja, wenn du heute Geburtstag hast, feiert schön. Oder für die, die schon gehabt haben und die, die natürlich noch dran sind. Aber wie gesagt, nach dir kommt ja Sternzeichen Fische. Vielleicht ist deswegen diese Verbindung manchmal da, aber die Verbindung ist eine starke Sache hier. Wassermann, die Karte der Wagen hinter dem Deck, ja? Also, wir reden hier über Erfolg. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Ich rede hier über Erfolg. Über eine Reise? Spricht das hier für dich über eine Reise, einen Umzug? Hat das hier mit dir für dich jetzt mit Arbeit oder einem Wunschpartner zu tun haben? Es ist extrem verschieden, weil aber wir schauen jetzt weiter. Vielleicht kommen wir ein bisschen mehr nah. Aber Wassermann, ich staune gerade mit deinen Karten, muss ich dir schon sagen. Aber mir ging es genauso bei Sternzeichen Fische. Ja, das ist doch wahr. Also, es gibt hier eine wichtige Entscheidung, einen wichtigen Weg zu nehmen. Wassermann, du fokussierst dich nach vorne, ja? Also du fokussierst dich wirklich nach vorne. Du gehst Richtung Zukunft und du schaust nicht mal mehr nach hinten. Nein. Für dich ist die Vergangenheit nicht mehr da. Und so ist das nämlich, ja. Also du bist in diesem Hier und Jetzt. Du fokussierst dich um das, was du gerade machst und Richtung Zukunft. Das ist, was ich hier spüre und das ist einfach so. Also mehr kann ich ja hier jetzt gerade nicht sagen. Schau mal bitte jetzt hier. Die Karte der Mond und die Karte der Wagen, Sternzeichen Krebs, ist bei dir ja extrem präsent. Extrem. Sternzeichen Krebs. Die Intuition ist bei dir sehr, sehr präsent. Und es gibt hier einen Weg, für den man sich entscheidet. In manchen Fällen sehe ich schon eine Reise, muss ich dir schon sagen, Wassermann. Wow. Also, schau mal bitte jetzt hier. Zehn der Stäbe, die Karte der Stern und eine Königin der Stäbe. Feuerelement, Sternzeichen Widder, also Widder, Löwe oder Schütze. Wassermann wie du. Wassermann. Bei Sternzeichen Fische hatte ich die Karte der Stern in der gleichen Stellung wie bei dir. Verstehst du jetzt, warum ich intensiv werde? Es ist einfach sehr eine starke Sache und wirklich.
Ich mische die Karte, bevor ich die Aufnahme mache. Und während der Aufnahme tue ich die Karten wieder mischen. Und das ist natürlich nicht selbstverständlich. Es gibt hier gar keinen Zufall. Ja. Die Karte der Sterne in der Mitte, Sternzeichen Wassermann wie du, und eine Königin der Stäbe, das ist eine starke Mischung, Kombination von Karten. Was ich spüre, dass du eine komplizierte Situation loslässt, dass du deine Energie reinigst. Es gibt hier eine Reinigung in deiner Energie. Egal, ob du ein Mann bist oder eine Frau, es gibt hier eine Verbesserung in deiner Gesundheit, also wenn du krank warst. Es gibt hier eine klare Verbesserung in deiner Gesundheit. Es gibt hier eine sehr hübsche Energie zu spüren. Eine starke Anziehung für eine Person, muss ich dir aber auch sagen. Wassermann, es gibt hier eine starke Anziehung, brauche ich dir ja nichts zu sagen, sieht man ja auch. Es gibt hier eine sehr hübsche Energie, viel Kraft und Mut spüre ich hier, viel Energie in diese Kombination von Karten. Wassermann, ich hole mir mehrere Karten, weil das ist ja, das ist eine Sache. Wirklich, das ist eine Sache. Die Karte, die Sonne, also Sternzeichen Löwe, ist hier schon zu sehen. Wow, wow, wir sind jetzt rausgekommen. Vier der Stäbe. Na, kann nicht sein, oder? Schau mal bitte jetzt hier. Die Karte der Wagen rausgerutscht und vier der Stäbe. Es gibt hier Freude. Es gibt hier in manchen Fällen sogar neue Kompromisse. Nochmals die Karte der Wagen, Sternzeichen Krebs. Es gibt hier eine wichtige Entscheidung, ja? Einen wichtigen Weg, den man nimmt. Zweimal die Karte der Wagen, nicht selbstverständlich. Ich spüre bei dir Erfolg, Wassermann. Das ist, was ich bei dir spüre. Und nochmals die Königin der Stäbe. Sternzeichen Löwe, wieder oder Schütze, ist bei dir sehr präsent. Eine starke Anziehung für eine Person nämlich auch. Und Wassermann, wenn das wirklich deine Energie jetzt ist, so, wir reden ja für dich, in Bezug Arbeit, es gibt hier wirklich Erfolg für dich, ja, in Bezug Arbeit. Wenn du eine neue Sache angefangen hast, neue Projekte, neue Arbeit, es gibt hier einfach Erfolg. Wow, Gefuerte. Schon wieder die Karte, die Sonne. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Hinter dem Deck 10 der Münzen. 10 der Münzen, 10 der Stäbe, siehst du ja. Es gibt hier Veränderung. Wow, schau mal bitte. Die Karte der Turm, 10 der Münzen. Es gibt hier klare Veränderungen in der Familie. In manchen Fällen, das kann hier mit einer familiären Situation zu tun haben, natürlich. Es kann mit einem Loslassen zu tun haben. In manchen Fällen eine Scheidung, eine Trennung. Ja, doch. Also in manchen Fällen rede ich hier schon über eine Scheidung. In der Mitte 8 Münzen. Du siehst ja, in der Mitte 8 Münzen, für manche rede ich hier schon über Arbeit. 8 Münzen ist eine Karte, die viel mit Arbeit zu tun hat. Eine Person, die sehr viel arbeitet, sehr konzentriert arbeitet. Ja? Also in manchen Fällen rede ich, dass jemand hier eine neue Arbeit angefangen hat oder in manchen Fällen sich selbstständig gemacht hat, einen neuen Projekt angefangen hat. Wenn das so ist für dich, Wassermann, es sieht super, sehr gut aus. Schau mal bitte jetzt hier, die Karte, die Sonne, 8 Münzen und eine Königin der Stäbe. Nicht nur deswegen jetzt hier, aber das Wort Erfolg für dich ist in deiner Legung sehr, sehr präsent. Erfolg in deine neuen Projekten, wenn du dich selbstständig gemacht hast, wenn du eine neue Arbeit angefangen hast oder eine bessere Position auf der Arbeit jetzt hast. Also ich sage bei dir, Wassermann, das Wort bei uns hier gerade ist Triumph, Erfolg zu spüren. Das Materielle ist hier sehr, sehr präsent, also das Materielle ist zu spüren, Geld. Sehe ich hier schon, ja. Also ich sehe natürlich Geld, klar.
Und nochmals, eine Königin der Stäbe. Es gibt hier eine sehr hübsche Person. Eine hübsche Person gibt es hier auch zu sehen. Eine Person, die du durch die Arbeit kennst. Oder es gibt hier eine Verbindung durch die Arbeit mit einer Person. Du siehst ja Sternzeichen Löwe, Schütze oder Sternzeichen Widder. Ja? Starke Legung. Ja, starke Legung. Wassermann, es kommt jetzt drauf an, ob du Frau oder Mann bist oder ob du mehr von den Jin oder den Jan hast. Ob du halt die Energie von dieser Königin der Stäbe für dich direkt sprichst, diese hübsche Person, egal ob du Mann oder Frau bist, diese hübsche Person, diese viel Motivation in dem, was du gerade machst, viel Energie, ja, also eine Person, die selbstsicher ist, ja, diese Selbstliebe ist hier zu spüren, also ich habe hier eine Energie, das ist ja wirklich stark, ja. Und sonst hast du mit einem Sternzeichen Löwe sehr präsent hier, Widder oder Schütze, aber die Person zeigt sich hier neu. Ja? Also ich sehe hier nicht eine Person, die mit der Vergangenheit zu tun hat oder nicht, oder sage ich jetzt mal so, ich sehe hier nicht eine Person, die mit dir eine toxische Situation hatte. Das sehe ich nicht, zumindest jetzt hier. Dass ich hier schon eine andere Situation habe, ja, dass ich hier verschiedene Situationen sehe, ja, das schon. Ich sehe hier schon verschiedene Situationen. Aber hier habe ich mit einer Person zu tun. In manchen Fällen sehe ich Altersunterschied zu einer Person. Durch die Arbeit ist ja hier, also die Verbindung durch die Arbeit ist da. Mit dieser Person hast du keine Beziehung gehabt. Ich habe auf dem Tisch die zwei besten Karten im Tarot. Und das ist die Karte die Sonne und der Stern. Es gibt hier die zwei besten Karten im Tarot. Wassermann, Löwe, sehr präsent gerade hier. Wie, Waage oder Stier. Wassermann, für eine kleinere Gruppe. Für eine kleinere Gruppe, weißt du, was ich hier sehe? Ich sehe natürlich eine klare familiäre Angelegenheit, was mit einer dritten Person auch zu tun hat. Ich sehe natürlich hier für, in manchen Fällen sogar eine Dreierbeziehung oder eine dritte Person. Aber es ist ziemlich deutlich, ja? Schau mal bitte, warum, sage ich dir jetzt gleich. Also, drei der Münzen, die Herrscherin und die Königin der Stäbe. Du siehst ja drei der Münzen und zwei Frauen. Zwei Frauen, die Familie und einen Bruch. Es ist einfach deutlich, dass ich hier mit einer Situation zu tun habe, was mit einer dritten Person zu tun hat und eine Scheidung auch zu tun haben kann. Ja, es gibt hier eine dritte Person für eine Gruppe. Das ist hier, was ich sehe. Es gibt hier eine dritte Person. Und natürlich, aber Wassermann, was ich hier deutlich sehe, ist, dass man hier eine Entscheidung trifft. Also jemand trifft hier eine klare Entscheidung. Eine Person, in Wirklichkeit, eine Person bekommt Klarheit. Jemand bekommt Licht in diese Situation und weiß ganz genau, was zu tun ist. So ungefähr, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Ich weiß, welchen Weg ich nehmen soll und ich möchte Richtung Zukunft mich fokussieren. Es gibt hier eine starke Anziehung zu einer Person, das kann man hier nicht vermeiden, es ist nicht übersehen, das kann man nicht übersehen. Und diese, ich sehe hier Seelenpartner natürlich, ich sehe aber eine neue Situation in deinem Leben, Wassermann, ich sehe nicht eine toxische Situation hier, sondern eine neue Person. Du entscheidest dich hier für eine neue Person, ja, und das ist hier deutlich zu sehen. Das ist sehr deutlich. Ich sehe eine klare Reise. Ich sehe hier eine Reise und neue Kompromisse. Das muss ich dir schon sagen. Dass du diese Person durch die Arbeit kennst, möglicherweise. Ja, aber schau mal bitte jetzt hier. Es gibt hier klare Veränderungen, Wassermann, weil manche müssen sich sogar scheiden lassen. Ja? Ja? Also schau mal bitte jetzt hier. Die Karte, die Sonne, sechste Münzen und zehnte Stäbe. Es gibt hier schon eine karmische Situation auch zu spüren. Eine karmische Situation, ja?
Eine Person lässt los hier, zehnte Stäbe. Es zeigt sich kompliziert, die Situation, irgendwie. Oder man sieht Probleme in dieser bestimmten Situation, sieht man irgendwie Probleme. Was ich hier sehe, dass man loslässt. Ich lasse einfach jetzt los, weil ich kann nicht mehr. Ja, ich kann nicht mehr. Mit einer bestimmten Situation kann ich nicht mehr. Ich lasse los. Es gibt hier, jemand trägt hier eine Maske. Jemand trägt hier eine Maske. Es gibt eine klare Situation von Karma. Es gibt hier Karma. Schau mal, Karma sehe ich hier bei dir sehr, sehr deutlich. Die Nummer 6 der Münzen zeigt sich zweimal. Eine Person hat von sich selbst mehr gegeben als die andere. Ja, eine Person gibt und die andere nimmt, aber es gibt keinen Balance in dieses Geben und Nehmen. Und ja, das spricht für die Crosswatchers nämlich auch. Also es kann sein, dass das mehr für die Crosswatchers spricht. Ja, dass man sagt, ich habe mit einem Sternzeichen Wassermann zu tun, eine Person, die nur genommen hat und von sich nicht gegeben hat, weil die Legung kann sich spiegeln, das können wir nicht ändern. Das ist einfach so. Ich sehe hier Karma. Das Wort Karma ist hier zu spüren. Ja? Und das hat wirklich deutlich mit dieses Geben und Nehmen zu tun. Sternzeichen Skorpion, bei dir auch sehr präsent. Skorpion, Krebs, sehr, sehr stark präsent. Ja? Eine Situation gibt es hier, ja, und ich spüre hier eine Reinigung der Energie, deutlich. Es gibt eine klare Reinigung in deine Energie. Einen Loslassen, eine Heilung in deine Energie. Und sogar in manchen Fällen rede ich über eine Heilung, was mit deinem materiellen Körper zu tun hat, also dass du krank warst. Und es gibt hier eine Verbesserung in deiner Gesundheit. Klar, es ist ja auch logisch, wenn man loslässt, wenn man eine komplizierte Situation loslässt, man befreit sich und es gibt hier dann eine Reinigung der Energie, eine Verbesserung in deiner Energie. Ist deutlich zu sehen, ja? Ich weiß nur, Wassermann, egal nochmals, ob du Mann oder Frau bist, es gibt hier, das ist deine Energie, Königin der Stäbe. Ich spüre hier viel Feuer bei dir, viel Energie. Das ist, was sich hier bei dir zeigt. Viel Energie für dich. Nächste Woche. Für deine Arbeit, für dich selbst. Ja? Dass du mehr Sport treibst. Dass du mehr auf dich achtest. Auf deinen Aussehen. Auf deinen Körper, materielles Körper. Ja? Diese Selbstliebe ist hier zu spüren. Diese Selbstsicherheit. Deine Energie ist ermächtigt. Das ist das Wort, was ich dafür habe, muss ich dir wirklich sagen. Und nein, ich mache mir hier nichts vor. Nochmals muss ich dir sagen, Wassermann, du musst schauen, wie das für dich spricht. Natürlich sehe ich hier zwei klare Situationen. Und das Gleiche hatte ich bei Sternzeichen Fische gehabt. Ja? Die Sache ist, ich habe hier natürlich eine toxische Situation mit einer Person. Ja? Oder eine Situation. Und dann zeigt sich aber eine neue Person. Es zeigt sich hier eine neue Person und eine karmische Situation. Ja? Diese karmische Situation nochmals, vielleicht mit einer familiären Situation zu tun. Ja? Dass ich hier eine dritte Person sehe, ist deutlich. Also es gibt hier eine dritte Person zu sehen, deutlich. In manchen Fällen eine Person, die in einer Beziehung ist, die in einem Kompromiss war, aber es gibt hier eine Ende, eine Veränderung in dieser Situation. Ich sehe hier schon eine wichtige Kommunikation kommende Woche, Wassermann. Eine Person hat hier etwas vor. Eine Person möchte schon eine Handlung machen, eine Kommunikation machen. Ja? Ich sage dir jetzt eine Sache, Wassermann. Also ich sehe schon eine Reise. Eine Person, jemand macht hier eine Reise. Und ich könnte sagen, ich bin mir hier fast 99% sicher. Natürlich spricht nicht für alle, aber ich meine, zweimal die Karte der Waage ist nicht selbstverständlich. Es gibt hier eine Handlung oder nochmals eine Reise. Was ich aber spüre ist, bei dir, Wassermann, du entscheidest dich nicht für die Vergangenheit, nein. Du entscheidest dich auf gar keinen Fall für die Vergangenheit. Du fängst was Neues an.
Du fokussierst dich um deine Zukunft, um deine Arbeit, um das, was dir Spaß macht, um dich selbst, ja? Also du fokussierst dich um die Zukunft. Die Vergangenheit ist für dich nicht mehr wichtig. Ich sehe Erfolg in deiner Energie, Wassermann. Es gibt hier Erfolg zu spüren. Es gibt hier eine Lektion zum Lernen. Und diese Lektion hast du bereits gelernt. Jemand hat hier deutlich eine Lektion gelernt. Da wir uns alle nicht in der gleichen Zeit bewegen und nicht wir alle gleich in der gleichen Vibration sind, es ist ja klar, dass das hier nicht für alle Wassermann redet. Ja, deswegen habe ich gesagt, in manchen Fällen sogar für die Crosswatchers redet das hier. Jeder für sich wird wissen, in welcher Wahrheit sich befindet. Und ob das, was ich jetzt gesagt habe, ob du in Resonanz kommst mit dem, was ich gesagt habe. Du musst das spüren. Weil was ich hier habe, ist eine klare Bestimmung für dich. Denn Schicksal ist hier sehr stark zu spüren. Ja? Denn Schicksal und eine klare Bestimmung. Eine klare Bestimmung. Ich sehe hier einen Star. Also, ich sehe hier eine Person, die berühmt wird. Eine Person, die berühmt ist in manchen Fällen. Es gibt hier diese Situation von Erfolg sehr stark präsent bei dir. Ich kann es dir nicht anders sagen. Und ja, in manchen Fällen gibt es hier nochmals neue Projekte oder in manchen Fällen über Internet, dass man über Internet einen neuen Projekt eröffnet oder etwas, ja, und das zeigt viel, viel Erfolg hier. Wassermann, es zeigt hier, es wird hier viel Erfolg gezeigt. Ja? Das muss ich dir wirklich sagen. Ja? Ich sehe schon, dass du den Rücken gibst. Du gibst den Rücken manche toxische Situationen. Du gibst manche Menschen den Rücken. Du fokussierst dich um dich. Du fokussierst dich um deine Arbeit. Ich sehe, dass eine Person hier sich selbstständig gemacht hat. Eine Person hat sich selbstständig gemacht, eine Person arbeitet jetzt von zu Hause aus, eine Person, in manchen Fällen sehe ich Kinder hier, ich rede hier über eine Person, die schon eine Reife hat, Kinder hat, in manchen Fällen sogar. Eine sehr hübsche Person zeigt sich hier. Ich sehe eine starke Anziehung hier. Das ist, was ich hier spüre. Ich sehe hier natürlich eine Person, die sehr viel Erfolg zeigt auf der Arbeit. Und in manchen Fällen gibt es hier eine Person, die es nicht mehr aushält und doch eine Kommunikation machen möchte. Das sehe ich nämlich hier. Also du weißt, das spricht jetzt hier für diese Sankt-Valentins-Woche. Ja, in dieser Sankt-Valentins-Woche würde mich nicht wundern, dass solche Situationen jetzt kommen. Also, dass man mit manchen toxischen Situationen doch noch zu tun hat und aber eine neue Person. Ich sehe hier eine geografische Distanz, das muss ich schon sagen. Und in manchen Fällen nochmals eine geografische Distanz. Du hast diese Person entweder noch nie gesehen oder ist hier über Internet den Kontakt. Oder wenn du diese Person schon mal gesehen hast, mit dieser Person gab keine Beziehung hier eigentlich. Es gibt hier eine Bestimmung, Wassermann, eine klare Bestimmung für dich. Und ja, wenn du mir sagst, das spricht für mich mehr für Arbeit, ja, auf jeden Fall, kann ziemlich gut möglich sein. Und es zeigt sich hier sehr viel Erfolg für dich, Wassermann. Ich sehe hier viel, viel Erfolg, viel Triumph. In manchen Fällen habe ich es dir ja gesagt, ich sehe hier eine Person, die berühmt wird. Ja, berühmt irgendwie. Einen Star wird. Ja, ich weiß, du wirst sagen, ich übertreibe es. Aber ich habe hier Karten, die einfach mir das sagen. Ja. Ich habe hier ermächtigte Karten. Schau mal, bitte. Ich meine, wie soll ich dir das sagen? Das Wort hier bei dir, Triumph, Erfolg ist hier sehr stark zu spüren. In dieser Kombination von Karten, was ich auf dem Tisch für dich habe, sehe ich weder eine toxische Situation noch eine schlechte Kombination. Es gibt hier
Von 1 bis 10, wenn 10 gut, das Beste ist, ich gebe Nummer 10 hier. Es gibt hier eine Situation, die ich keine Worte habe. Aber wie gesagt, deswegen, wenn du sagst, ja, ich habe einen neuen Projekt jetzt angefangen, ich habe meine eigene Firma jetzt gegründet und ja, es gibt hier eine starke Situation für dich. Also macht weiter so. Das wäre, was ich dir hier empfehlen kann. Macht weiter so. Schaue nach hinten gar nicht. Also einfach nach vorne weiterschauen. Und es gibt hier viel Erfolg und Triumph für dich. Für das, was du jetzt neu anfängst. Wenn du aber mir sagst, das spricht für mich für eine Person, die schon berühmt ist sogar. Eine Person, die irgendwie berühmt ist und Erfolg auf der Arbeit hat. Also es gibt hier schon eine Bestimmung. Es gibt hier eine klare Bestimmung. Mehrere Unterschiede zwischen zwei Personen sehe ich nämlich auch. Ja, mehrere Unterschiede sehe ich schon hier mit zwei Personen. Wow. Du merkst ja, man sieht ja mehrere Sachen hier, ja. Dass die Vergangenheit hier ist, das ist ja sicher, siehst du ja. Also, aber dass ich hier in manchen Fällen sogar eine Trennung oder eine Scheidung sehe, ja. Dass das nicht für einen redet, jeder kennt seine Situation, aber das, was ich hier spüre für dich, in erster Linie spüre ich hier mehr Arbeit, ja. Also das ist die Wahrheit. Ich spüre hier eine Situation, die sehr viel mit der Arbeit zu tun hat. Wenn du mir jetzt sagst, dass du mit so einer Person zu tun hast, dass du diese Person durch die Arbeit kennst, kann ziemlich gut möglich sein, weil ich kann hier eine Verbindung haben durch die Arbeit und einen Wunschpartner. In manchen Fällen könnte hier eine geografische Distanz geben. Das kann möglich sein. Das kann möglich sein. Denn Schicksal ist hier zu spüren und eine klare Bestimmung. Und auf jeden Fall eine starke Anziehung für eine Person. Ja, so ist es. Was soll ich hier noch sagen? Ich meine, es gibt hier, in manchen Fällen sehe ich hier mit der Zeit eine ernste Beziehung. Ne? Ernste Kompromisse, eine ernste Beziehung, eine neue Person auf jeden Fall. Und das Wort ist neu, natürlich. Ich sehe in deiner Energie keine toxische Situation. Du lässt los. Die Vergangenheit lässt du los. Hier gibt es nur eine neue Situation. Für dich ist nur eine neue Situation hier möglich. Es geht nicht anders, weil die Energie hier zeigt sich ermächtigt. Es gibt hier eine klare Bestimmung. Und du gibst den Rücken eine bestimmte Person in manchen Fällen. Eine Person, die eine Maske trägt. Es gibt hier eine Person, die eine Maske trägt. Achtung hier, Wassermann. Und in manchen Fällen rede ich schon, dass diese Person in einer Beziehung ist oder eine andere Person hat oder so eine Sache. Oder eine Person trägt einfach hier eine Maske. Ja, du gibst den Rücken. Diese Situation gibst du den Rücken und du fokussierst dich um was Neues. Du fokussierst dich um dich, um deine Arbeit, um deinen Erfolg, um deine Zukunft. Das ist dein Fokus. Die Vergangenheit ist für dich nicht mehr den Fokus. Ich rede für diese Gruppe von Wassermännern. Also ich rede für diese Gruppe, dass wir nicht alle in der gleichen Zeit sind und dass manche noch mit der Vergangenheit, ja, noch da eine Situation offen haben, kann möglich sein. Aber ich rede hier für eine Gruppe von Wassermann, die von der Vergangenheit nichts mehr möchten. Nichts mehr. Nichts mehr. Und es gibt keinen Zweifel hier. Ja. Es gibt hier in manchen Fällen einen Altersunterschied mit einer Person. Ja, einen Altersunterschied. Einen großen Altersunterschied sogar. Ja. Ich sehe ja mehrere Unterschiede, ja, zwischen zwei Personen, habe ich ja gesagt. Aber Wassermann, du wirst beobachtet. In manchen Fällen wirst du über soziale Netze beobachtet. Eine Person beobachtet dich wirklich ziemlich nah, schaut sich deine Fotos, deine Videos an,
Diese Person hat mit dir eine geografische Distanz irgendwie. Es zeigt sich nochmals wie eine neue Person und eine klare Bestimmung. Ja. Du wirst hier beobachtet, Wassermann. Du wirst nochmals sehr nah beobachtet. Was ich für nächste Woche für dich sehe, in diesem St. Valentinstag, Erfolg, das ist, was ich hier sehe. Ich sehe viel, viel Kraft in deiner Energie. Du bist Luftelement, aber hier zeigst du dich wie ein Feuerelement. Ich spüre hier viel Feuer tatsächlich für dich. Du weißt, wir haben ja vor kurzem diese Mond im Sternzeichen Löwe. Und das spüren wir alle. Also ich glaube schon, das spüren wir alle. Und du, Wassermann, du spürst das nämlich auch. Also das ist deine Energie für kommende Woche. Dieses Feuerelement. Viel Energie, viel Kraft. Ja, also du wirst dich anders sehen. Also die Menschen sehen dich anders. Viel hübscher. Ja, also du treibst vielleicht mehr Sport. Ja, genau. Und nochmals, du fokussierst dich um dich, um das, was dich interessiert, um deine neuen Projekte, um deine Arbeit, ja, um deinen Aussehen. Den Fokus tust du bei dir stellen. Und das ist für dich wichtig. Das ist, was ich spüre, ja. Dass du in manchen Fällen mit so einer Energie auch zu tun haben wirst, würde mich nicht wundern. Wie gesagt, Feuerelement ist bei dir sehr präsent. Aber die Energie, die sich für dich zeigt, ist besser kann nicht sein, ja. Wassermann, besser kann nicht sein. Wenn du mir sagst, ich war krank oder ich war eine längere Zeit körperlich irgendwie krank, ja, es gibt eine klare Verbesserung in deiner Gesundheit. Aber eine klare Verbesserung in deiner Gesundheit. Die Intuition ist hier bei dir sehr stark präsent. Also, es gibt hier ein Gefühl von einer Hexe, aber eine Hexe meine ich jetzt, eine Person, die so intuitiv ist, die genau weiß, mit welcher Person man zusammen sein möchte, mit welcher Person gar nicht. So ungefähr, du hast einen Kontakt mit jemand und nach der Stimme oder das, was die Person sagt, du weißt ganz genau, ob du mit dieser Person was zu tun haben möchtest oder nicht. Ob du dieser Person vertrauen kannst oder nicht. Die Intuition ist nächste Woche für dich sehr fein da. Also du wirst unterscheiden können, was für dich gut ist und was nicht gut für dich ist. Das, was du für dich nicht möchtest, gibst du einfach den Rücken und du machst weiter. Das ist, was ich hier spüre bei dir. Ich kann dir nur sagen, Wassermann, die Energie für dich zeigt sich ermächtigt. Ja. Einfach so, sage ich dir ganz ehrlich. Und ja, ich sehe Geld. Ja. Ich sehe Geld, natürlich sehe ich Geld. In manchen Fällen bekommst du auch Geld, ja, dass du vielleicht durch eine juristische Kommunikation Geld erwartest. Weil das, ich sehe hier Geld. Ja. Also, das sehe ich nämlich auch. Dass in manchen Fällen du Kommunikation bekommst und du bekommst Geld auch zurück oder irgendwie erwartest du Geld oder so eine Situation. Ich sehe viel Geld, ja. In manchen Fällen kommt das durch deine Arbeit. Durch deine Arbeit selbst oder sonst einen Eigentum, einen Erbe, dass du Geld bekommst. Interessante Energie, Wassermann, eine sehr interessante Energie. Wie gesagt, ich sehe hier eine Person, die beobachtet, sehr, sehr stark beobachtet und irgendwie, es gibt hier eine starke Kombination von Karten. Überhaupt, ich habe nämlich die Herrscherin auf dem Tisch und das ist nicht selbstverständlich. Die Karten, die ich hier habe, sind nicht selbstverständlich, Wassermann. Also ich muss dir wirklich zeigen, also schau mal bitte jetzt hier. Die Sonne, die Herrscherin, der Stern und der Wagen. Ich meine, was ist das, bitteschön? Also, ich meine, entweder habe ich hier mit manchen Wassermann zu tun, die wirklich berühmt sind, also Erfolg haben, Triumph auf der Arbeit haben, sogar bekannt sind, Menschen, die bekannt durch die Arbeit sind, über, ja, einen Star habe ich hier.
Weil sonst, Wassermann, das ist die Energie, die sich für dich zeigt. Also halt dich fest, weil das ist eine starke Situation hier. Das ist nicht selbstverständlich. Nein, es gibt hier eine klare Bestimmung und es gibt hier viel Erfolg in deiner Energie. Ich meine, das spricht für jeder anders, aber die Energie zeigt sich nämlich so. Die Energie zeigt sich so. Es gibt hier eine wichtige Entscheidung und ich sehe hier eine Reise. Die Entscheidung ist da. Es gibt hier schon eine wichtige Entscheidung. Aber ich meine, nicht eine Entscheidung, die dir schwer fallen wird. Das sehe ich hier nicht. Ich sehe das nicht. Ich sehe nicht eine Entscheidung, die mir schwer fällt. Ich sehe einfach eine Entscheidung, die ich treffe, eine Reise, die ich mache, einen Weg, für den ich mich entscheide. Es gibt hier eine erfolgreiche Energie. Es ist stark, was ich hier habe, Wassermann. Du wirst mir sagen, wie deine Situation ist, aber das ist hier eine starke Sache. Eine starke Sache, ja. Wassermann, ist deine Zeit, ja? Also das ist deine Zeit. Das ist ja starke Legung, muss ich dir ehrlich sein. Also ich bin ziemlich neugierig, wie gesagt. Alles Gute zum Geburtstag nochmals. Dankeschön für deine Likes, für deine Abos, Wassermann. Ich meine, ich gratuliere dich. Mit dieser Energie kann ich dich nur gratulieren, weil das ist eine wirklich ermächtigte Energie für dich. Und Dankeschön und bis bald, Wassermann. Tschüss.